Heute habe ich ein anderes Outfit an und warum das so ist, das erfährst du in der heutigen Folge von Swiss Behind the Wings. Mein Name ist Michael Stief und in der heutigen Folge von Swiss Behind the Wings schauen wir den Techniklernenden bei TechOps über die Schulter. Komm mit! Wir sind auf dem Werftgelände vor dem sogenannten Blauen Bock, hier bei der Technikabteilung von der Swiss TechOps. Und wir treffen jetzt Cara Paxis. Sie ist Leiterin Ausbildung bei TechOps. Hallo Cara. Hallo Michi. Ciao, Freundlich. Hallo. Du, wie viele Lernende tun wir hier eigentlich ausbilden? Wir haben im Moment in der Ausbildung ca. 90 Lernende, Swiss-Lernende. Mhm. Und wir bilden aber in der Grundausbildung, das heißt im ersten und zweiten Lehrjahr, auch noch Lernende von Partnerfirmen aus im Bereich vom Flughafen. Und in was für Berufe tun wir ausbilden? Im Moment haben wir Polymechaniker und Polymechanikerinnen, ja. Automatiker und Automatikerinnen und Produktionsmechaniker und Produktionsmechanikerinnen in der Ausbildung. Okay, ich kann mir da jetzt noch gar nicht so viel darunter vorstellen. Was ist der Unterschied von diesen Berufen? Die sind ganz facettenreich und ich würde vorschlagen, dass du dir selbst ein Bild machst und den Luan mal in der Lehrwerkstatt triffst. Das mache ich doch glatt. Merci, bis später. Bis später. Ciao. Hey Luan. Hi Michi, freu mich. Ciao, Freude. Hallo, ciao. Luan, du bist eben zweiter Lehrer jetzt Polymech. Ja. Und jetzt sind wir hier in deinem Reich, oder? Mhm. Willst du mich hier zeigen? Ja, gerne, wie das so aussieht? Komm mit. Also, let's go. Also, da sind wir in manueller Fertigung. Mhm. Da ist mehr so noch ein bisschen das Altmodische vom Polymech. Das heisst, viele also mit den Händen arbeiten, weniger mit der Maschine. Und da eben das Bohren. Das sind unsere Fräsmaschinen. FP4 Special Edition. Mit Special Edition, das ist genau. Dann so wie ja. Das Auto oder irgendwie. Ja. Genau. Das sind neue Fräsmaschinen, ja. Also auf neuere. Das ist jetzt nicht etwas, was man am Flugzeug braucht, so, aber das ist für die Ausbildung einfach. Genau, das ist unsere Abschlussprüfung für die Grundausbildung. Dann bekommst du da so einen Plan. Genau, ja. Und dann musst du innerhalb von 3 Stunden das. Ja. In 3 Stunden muss ich das alles komplett gemacht haben. Ah, wow. Ja. Okay. Ohne Computer programmieren, ohne nichts. Nicht. Also, das ist alles Hand. Das ist kein CNC, das ist konventionell. Ja. Ah, cool. Da haben wir auch Schutzbrillen bekommen. Ganz wichtig. Sicherheit. Das ist ein Wendeplattenfräser. Sieht gefährlich aus. Da kann man das so einspannen. Ja. Und das, was wir jetzt machen, ist Planfräsen. Planfräsen? Mhm. Dann müssen wir auf 1000er Umdrehung, Drehzahl. Ja. Dann haben wir mit diesen 2 Knöpfen, kannst du sonst gerne mal drücken. Ja, cool. Gleichzeitig. Also, los geht's. Ja. Gut. Kann ich loslassen? Ja. Aha. Ich bin schon so ein richtiger Polymech. Ich spüre es. Ja. Kann man da an. Genau, jetzt hat es ein bisschen touchiert. Kann man da hindern. Jetzt musst du 1 mm abfräsen. Genau, ja. Dann kann man das so und dann nachher. Jetzt weiss ich auch, warum ich die Brille anhabe. Ja. Jetzt sieht man, ich habe es jetzt nicht so schön gemacht, aber. Also, ich finde es wunderbar. Aber, Eine Oberfläche, ja. Ja, sehr. Da habe ich auch etwas vorbereitet. Und zwar, das ist unser UK-Teil, also das Teil, das man erstellt, wenn man erstmal an der CNC lernt. Das ist ja gut, das ist ein kleines Treiben. Ja. Das ist ja das Kleberrolle. Ja. Das ist so cool. Ein Übungsteil, das alles beinhalten muss können und am Schluss dann dürfen wir mitheilen. Das ist eine mega Idee. Das ist so eigentlich. Cool, ja, wirklich. Das sind unsere Produkte, die wir herstellen und auch verkaufen. Zum Beispiel unsere Pfeffermühle. Die ist auch super. Die ist bekannt bei uns. Genau, ja. Da sind wir jetzt in der Dreherei. Also im Drehen. Das ist das, was du am liebsten machst. Ja, genau. Ja, genau. Okay. Da müssen wir eben so Gewinn können machen. Sitz, Freistrich, Zentrierung. Wir machen auch eben Aufträge für Swiss, genau. Aber auch für externe Kunden am Flughafen. Ja. Da haben wir auch eben die Zeichnung da bekommen. Du hast kein Teil bekommen, du weißt nicht genau, wie es aussieht. Nein, das ist das Bild eigentlich. Ja, das ist das, okay. Genau, ja. Hey, merci vielmals. Du hast mir also die von der PolymechanikerInnen gezeigt. Ja. Jetzt gehen wir zu den Automatikerinnen. Genau, ja. Das zeige ich dir schnell. Gerne. Hast du mitgekommen? Ja. Dann überlasse ich dir. Ja, gerne. An der Madeleine und viel Spaß. Super. Ja, merci vielmals. Tschüss, also, mach's ciao. Gut. Gell? Ciao. Ciao. Hallo Madeleine. Hallo. Ciao. Oi. Freut mich. Freut mich. Du bist eben in der Ausbildung zur Automatikerin. Genau, wo bist du jetzt so genau? Also ich bin jetzt im 2. Lehrjahr. Ich habe die Teilprüfung abgeschlossen. Das bedeutet, ich bin eigentlich am Schluss und ich warte so ein bisschen aufs 3. Lehrjahr. Jetzt. Aha. Und freust du dich drauf? Ja, natürlich. Ach, natürlich. Ja, also es ist die Automatikerwerkstatt. Ja. Wir haben 2 Teile. Das da ist der neuere Teil. Es ist für die im 1. Lehrjahr. Mhm. Das da ist ein Teilprüfungsmodell. Wenn ich da mal Start drücke, man sieht da
die verschiedenen Zylinder mit Pneumatik Würfel einsortieren. Und das funktioniert eben mit Strom, indem es auch Sachen erkennt, Aluminium-Kunststoffwürfel. Ah, das kann das unterscheiden aber. Ja, genau. Deswegen sind es hier in zwei Behälter. Und da haben wir den zweiten Teil der Lehrwerkstatt. Wir haben hier sehr viele verschiedene Modelle. Jetzt da sehe ich so ein Mini-Fahrwerk. Ja, also wir sind natürlich auch alle hier bei der Swiss angestellt und interessieren uns natürlich auch für Flugzeuge. Deswegen haben wir ein paar Modelle, die sich an Flugzeuge richten. Da kann man da ganz einfach. Gear up. Hm? Ja. Wahnsinn. Ja. Und das ist jetzt, ich glaube, ein perfektes Beispiel für die Zusammenarbeit von Polymechaniker und Automatiker. Ja. Wir haben hier alles verdrahtet, wir haben Pneumatik gemacht, während der Polymechaniker all die Einzelteile hier hergestellt hat. Wir haben hier auch noch ein anderes Modell, unseren Run-Up-Simulator. Und da tun wir einen Run-Up simulieren. Wir können da jetzt auch, wenn wir nach Checklist folgen, ich habe das Millionen Mal gemacht, aber es ist trotzdem man schön. Man muss nach Checklisten gehen. Ja, genau. Ja, genau. Und jetzt kommt, glaube ich, das Beste dran. Du kannst mal sonst da ganz vorne schieben. Und man sieht und man hört, sich ein bisschen, dass die Engines jetzt viel schneller sind. Ja, und ja. Ich meine, jetzt wäre es ein Take-off. Ist das okay? Also, so natürlich bleiben wir am Boden. Ja, genau. Aber hey, merci vielmals, Madeleine. Das war jetzt super interessant für den Einblick. Ja, danke für den Besuch. Ja, klar, gerne. Und ich wünsche dir alles Gute und gleich geht's ans Flugzeug. Ja. Genieß es. Danke, danke vielmals. Merci, mach's danke. Gut. Ciao. Mach's gut. Hey, ciao, Livio. Hoi, Michi. Ciao, freut mich. Freut mich auch. Du bist jetzt also im dritten Lehrjahr zum Automatiker. Was ist anders zu den anderen Lehrjahren? Da, bei dem dritten Lehrjahr sind wir bei den Flugzeugen. Das ist ein bisschen komplett anders wie hier oben im ersten und zweiten Lehrjahr, aber umso spannender. Ist cool, oder? Dass man so an der Basis ist vom Ganzen. Definitiv. Aber jetzt haben wir hier ein Flugzeug, das ist ja nicht Teil unserer Flotte. Was ist das für das Flugzeug? Definitiv nicht. Das Flugzeug, das ist ein Cessna, wo lange hier rumgestanden ist. Ja. Die haben wir dann irgendwann aufgekauft und als Trainingsflugzeug für uns genutzt. Aha, also da kannst du wirklich quasi die austoben dran. Ja. An dieser Cessna. Genau, so ist es. Cool. Aha. Sieht man auch. Da hinten ist das grosses Triebwerk. Was ist das? Genau, das ist ein CFM 56. Ja. Das ist von einem 340er. Das ist ein Trainingsengine für uns. Das wird nicht mehr fliegen. Ja. Das nutzen wir jetzt aber, um Sachen auszubauen. Eben genau, damit wir am echten Flieger so Zeug nicht machen müssen. Ah, das ist die vorbereitete Zeit für das Ganze. Genau. Können wir es noch anschauen? Das schafft auch noch jemand. Ja. Hallo. Hallo zusammen. Du bist der Angel? Ja, genau. Ich bin der Angel. Hallo. Ciao, Michi, freut mich. Ja, mach nichts. Hoi, Michi. Ciao, hallo. Du bist eben Polymechaniker. Ja, genau. Du bist im vierten Lehrjahr. Ich bin jetzt aktuell im vierten Lehrjahr. Ja. Ich schließe meine Lehre im Sommer ab und werde dann da wieder so weiter schaffen. Cool. Und du bist jetzt an diesem grossen Triebwerk herum. Genau, also mein jetziges Projekt ist das Starterventil, das ich jetzt auswechseln werde. Hey, das ist total Wirrwarr an Schläuchen und Kabel für mich. Es sieht total komplex aus. Mensch, ich könnte so. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich kann mithelfen, arbeiten. Merci. Danke dir. Okay, dann ziehe ich mich mal um. Ja gut, dann legen wir los. Dein Auftrag wäre jetzt dann, das Teil wieder zu installieren. Okay. Die Inspektion habe ich gemacht, das ist gut. Und fürs Installieren, wenn wir da streng nach Vorschrift arbeiten. Ah, okay. Dann werden wir Schritt für Schritt vorgehen, um nachher ein Ventil wieder drauf zu hauen. Okay, dann haben wir Checklisten. Wir haben ja für alles eine Checkliste. Genau. In der Abiatik. Also für jede Arbeit ist doch so klein, steht auf der Vorschrift, wie das Schritt für Schritt gemacht wird. Ja. Gut, dann können wir die Plätze tauschen. Und dann lasse ich dich arbeiten. Jetzt wird es spannend. Und ich will wieder ein bisschen aushelfen. Ja, ist gut. Oh je. Genau, jetzt müssten wir eigentlich schon, dass Valve installieren. Richtig installiert wäre das dann so. Ja. Und dann tue ich dir ein bisschen helfen, dann kannst du das eigentlich auf Position tun. Ja. Während ich hier die Leitungen ein bisschen auseinanderdrücke. Aha. Jetzt sind wir da drin. Genau. Okay. So. Und das ist jetzt schon mal auf Position. Okay. Jetzt kannst du eine von diesen Klammern nehmen, mit einer Mutter. Und die tun wir jetzt da drüber stülpen. Mutter, ich habe gewusst, was es ist. Da oben. Da oben? Da oben siehst du da die Leitung. Okay. Wenn wir das drauf tun. Gut, drin ist es ja. Das ist eine selbstsichernde Mutter. Ah, okay. Die tut automatisch, also sie sichert sich gegen den Selbstständigen lösen. Dann kannst du eigentlich schon mal anfangen, die erste Clamp mal anziehen, dass sie ein bisschen fest ist. So. Oh mein Gott, schlau. Das kannst du da weiter so übernehmen. Ja. Okay, ja. Können wir das hier oben abziehen?
Aha. Und dann gehen wir mit dem Tortmeter weiterfahren. Ja. Ah. Jetzt habe ich den Tort gereicht. Ja, genau, ja. Wenn ich jetzt weiter anziehe, würde ich dann später dann noch die Schrauben kaputt machen. Dann nehmen wir einen Hammer. Dann kann man einfach klopfen. Und jetzt, das ist wie Magic, kann ich jetzt trotzdem noch nochmal ziehen. Ah, wow. Ja, ja, ja. Super. Tipptopp. Ist gut, ja? Mhm. Und jetzt hast du das Teil installiert? Nein, Wahnsinn. Hey, das super, ist super cool. Merci vielmals. Wann kann ich anfangen? Bei uns kannst du ja eigentlich jeden Sommer anfangen, wenn wir eine Lehre. Also gut. Ach, ich bin noch leer hier. Ja, genau. Also jetzt sind wir hier vom klimatisierten Hangar, sind wir jetzt hier auf der Line raus. Mhm. Ist jetzt schön sonnig, aber es kann auch sein, dass es im Vollregen ist. Ja. Zum Beispiel jetzt wie bei 30 Grad oder bei minus 4 Grad. Jetzt machen wir einen Walkaround. Ja. Das ist ein Check, den wir jedes Mal machen, bevor wir den Flieger am Pilot übergeben. Und du machst jetzt macht ihr alles? Könnt ihr so Sachen alleine machen, oder? Nein, das machen wir nicht. Wir machen alles unter Aufsicht. Ja. Jetzt laufen wir alleine drum herum und am Schluss kommt noch ein Lehrmeister und kontrolliert, dass wir sicher nicht vergessen haben. Das Erste, was wir machen, ist, wir schauen oben drüber, ob es irgendwie einen Vogelschlag hat, ein Loch oder sonst irgendwie etwas, das nicht normal aussieht. Da unten hat es noch weitere Sensoren, die Temperatur messen oder auch Eis erkennen können. Schauen wir da rauf. Ob da irgendetwas tropft, ob es nicht sein soll. Genau. Sieht trocken aus. Sieht trocken aus. Ob die Lampen intakt sind. Ja. Dann schauen wir noch den Pneu an, ob er genug Profiltiefe hat. Da ist auch wichtig, dass wir im roten Bereich keine Beschädigungen haben. Weil das ist ein ziemlich kritischer Punkt. Weil da wird die Luftdichte gemessen. Ja. Und somit die Höhe. Ah, dass er weiss, wie. Genau, genau. Okay. Da haben wir noch kleine Antennen. Ja. Und hier am Triebwerk gehen wir dann weiter. Ja. Unten dran hat es einen Ausguss, falls dort irgendetwas raustropft. Ja. Schauen wir von vorne rein, ob da Fernblätter irgendwelche Beschädigungen haben. Ja. Vor allem die Kante, die da. Ja. Die Vorderkante. Und so schauen wir eigentlich den ganzen Flügel an, auf Beschädigungen. Dann kann ich dir da hinten übergeben. Ja. Also ich bin jetzt gerade dran, das Hauptfahrwerk am inspizieren. Ja. Und zwar habe ich vorher jetzt gerade alle vier Räder angeschaut. Mhm. Und zwar habe ich das Reifenprofil angeschaut, dass ich da keinen Schnitt habe oder kein Loch im Reifenprofil. Der hat ein bisschen weniger Profil wie das andere. Das heisst, der ist ein bisschen länger im Betrieb. Ja, ja, ja. Irgendwann werden die abgefahren und dann muss man sie auswechseln. Ja, spätestens dann, wenn man die Limite erreicht hat von dem Rädchen. Ja. Dann schaue ich mir auch noch die Bremsen an, weil auch die werden ziemlich schnell verbraucht. Und wenn ich da so schaue, kann ich im Voraus sehen, dass da eine Leitung dicht ist und sie dann müsste auswechseln, wenn jetzt etwas würde. Hey, also Jungs, merci vielmals für den Einblick. Ich lasse euch jetzt weitermachen. Und alles Gute für die Lehre. Ja, danke. Und bis bald. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Bald wieder mal. Ciao. Tschüss. Liebe und ciao. Merci. Ciao. Zusammen. Ciao. So. Michi, und hattest du einen spannenden Tag bei uns in der Berufsbildung? Hey, das war ein super spannender Tag. Also merci vielmals, dass ich diesen Einblick dürfen haben. Das muss ja auch für dich ganz interessant sein, oder? Als Leiterin von diesem Ausbildungsbetrieb. Was ist für dich so ein Highlight? Für mich definitiv das Highlight ist, dass ich zusammen mit einem super Team die Jugendlichen bei ihrer Berufswahl begleiten darf und dann zum jungen Erwachsenwerden während der Ausbildung begleiten darf, mit ihren Erfolgen, die sie feiern, aber auch mit ihren Niederlagen, die einfach dazugehören oder mit den Herausforderungen. Und an der Stelle ein riesen Dankeschön auch an das ganze Berufsbildungsteam, was jeden Tag ganz viel leistet und es ist ein Job, der super viel Freude macht. Das ist schön. Ganz schön. Merci vielmals, Cara. Ich wünsche dir alles Gute und wir sehen uns. Bis bald. Herzlichen Dank. Merci. Bist du immer herzlich willkommen bei uns. Super, das freut mich. Gerne. Komm ich. Merci, ciao. Ja, das war's gesehen von dieser Folge von Swiss Behind the Wings bei Swiss Tech Ops. Ich überlege mir jetzt, ob ich eine Umschulung starte. Schön, bist du dabei gewesen. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Mach's gut. Bis gleich.